Willkommen zu einer weiteren Folge. Ah, hallo. Bin gerade ein... So, was hast du denn? Nein, leider nicht. Altmetall. Nur 0,9, vergiss es. So, da müssten wir hier gleich durch sein. Jo, und zack. Gute Jagd. Tschüssi. Das ist das Lager. Bekommen wir bestimmt wieder Besuch von ein paar Raidern. Feindliches Ziel entdeckt. Neutralisierung eingeleitet. Sollen die sich mal gegenseitig bekämpfen? Ich sehe den roten Punkt, aber ich sehe keinen Feind. Okay. Ja, da hinten sehen wir schon mal den Turm von der Enklave. Das ist so eine Todeskralle, oder? Warum ist die tot? So, zack, Schlüssel, toll. Eine Todeskralle, wow. So, 3 richtig von 9. Gut. Gott schütze beschütze Amerika. Bericht des Offiziers. Unsere Abteilung hat außerhalb von Odney, ihr Basislager aufgeschlagen. Wir haben einen weiten Bogen um die Gemeinde gemacht und die Einheiten unserer Abteilung an der Anhöhe stationiert, um nicht auf die Windzettel der Todeskrallenbevölkerung zu geraten.
Wir wissen nicht genau, ob diese Geschöpfe Pheromone oder eine andere Art von Kommunikation verwenden, aber ich möchte jedes Risiko vermeiden. Offizielle Befehle. Etablieren Sie um die Gemeinde ohne herum einen Perimeter. Überprüfen Sie die Berichte über eine Todeskernbevölkerung in der Gemeinde und melden Sie den Vorgesetzten Ihre Erkenntnisse. Sammeln Sie Todeskernexemplare, falls sich Ihnen die Gelegenheit dazu bietet, und halten Sie dabei die Anzahl der Todesfälle unter der örtlichen Todeskernbevölkerung und dem Enklavepersonal möglichst gering. Ich frage mich jetzt ein bisschen, wo ist die Todeskralle bzw. der Rest von der Enklave? Irgendwer muss ja gewonnen haben. Haben wir die zu unserem Vorteil genutzt oder nicht? Ich weiß es nicht. Erfüllt ist es ja nicht. Das ist die tote Todeskralle. Na gut, auf geht's. Sind das jetzt Todeskrallen? Nee, hä? Ausgestoßene. Damit haben sie nichts zu tun. Und das sollte auch so bleiben. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Die Abwasserkanäle. Mistviecher. Ups, alle. Oh Gott, da hab ich mich erschrocken. Alter. Was zum... Wie zum Teufel sind Sie hier hereingekommen, Glatthaut?
Wer seid ihr und was macht ihr hier unten? Ich suche das Olnikraftwerk. Irgendeine Ahnung, wo das liegt? Klar weiß ich, wo das ist. Immer hier entlang. Es gibt nur ein Problem. Hier leben ein paar Todeskrallen, die ungebetene Gäste nicht ganz so gern mögen wie wir. Wenn sie verstehen, was ich meine. Wenn es so viele Todeskrallen gibt, wie schafft ihr es dann zu überleben? Na, was glauben Sie denn, wie wir überlebt haben? Wir laufen einfach schneller als die anderen. Nicht besonders ehrenhaft, ich weiß, aber was soll's. Wir leben noch, die anderen nicht. Ich kann's verschmerzen. Hören Sie, es war nicht meine Schuld, okay? Es war nicht meine Idee, uns hier unten im Tunnel niederzulassen. Ich ging einfach mit. Aber was soll's, was passiert ist, ist passiert. Ich und Kit ziehen jedenfalls Leine. Sie sind von da reingekommen, also kommen wir da auch raus. Machen Sie's gut. Okay. Haben wir hier eine Lackierpistole? Natürlich nicht. Aber Admitter nehmen wir mal mit. Können wir Walter ein bisschen eine Freude machen. Oh Mann, eigentlich will ich gar nicht hier rumlaufen. Theoretisch müssten doch noch mehr Leichen sein. Okay, noch eine. Das war wohl die Absperrung. Vielleicht auch nur eine provisorische. Eine Notiz haben wir bekommen. Falls Sie das hier lesen, dann liegt es daran, dass Sie vielleicht helfen können. Wir haben vor, uns zu vergrößern. Underworld war ein guter Anfang, aber wir haben jetzt einen viel sicheren Ort für uns gefunden, an dem wir uns ein neues Zuhause aufbauen können. Old Olney. Niemand kommt hier dorthin und niemand käme hier auf die Idee, dort nach uns zu suchen. Unter der Stadt ist unglaublich viel Platz. Daher suchen wir nach einigen kräftigen Leuten, die uns dabei helfen können, ein paar Wände durchzubrechen. Unterirdische Kammern auszuräumen und die Dinge ins Rollen zu bringen. Tja, nicht ganz so sicher. Und wir haben ja schon mal Leichen hier gefunden. Da war ja dieser Innenanzug, der Arztanzug, die Rüstung besser gesagt, die wir nicht mitgenommen haben. Alter, hab ich mich erschrocken.
Gut, wir gehen ja in der nächsten Folge weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann.